Herzliches Willkommen hier zurück zu Nitro Speed Most Wanted 2005. So, wir haben in der letzten Part die Meilensteine fertig gemacht. Machen jetzt mal kurz die Radaren fallen. Das sind ja jetzt alle minimalen. Würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal das Radarfallen Rennen. Bevor wir das aber machen, gehen wir mal ganz kurz in die freie Fahrt und machen gleich dann auch den warte mal kurz. Wenn ich irgendwie die Karte auf. Weil ich auch nochmal gucken, ob nochmal ein paar Leistungen aufbauen können. Ich hoffe auch die kleine Musik, die jetzt im Hintergrund. Boah, ich weiß gar nicht, was die Madame hier fährt. Naja, eben mit. So, nach der Aktion machen wir weiter. Bruder. So, dann gucken wir mal, ob wir irgendwas spoilermäßig brauchen wir jetzt nicht. Unbedingt aber Leistung. So, Bremsen haben wir auch alle voll. Reifen. Auch alles. Fahrwerk. Triebe. Und Motor. Okay. Dann haben wir alles aufgebaut. So, dann wieder in den Unterschlupf. Genau diesen Wagen müssen wir nicht holen. So, Blacklist, dann Rennen. Dann würde ich erstmal sagen, Radarfallen, wenn wir noch ein anderes, das maximal ist. Aber das Auto geht schön in die Kurven. Andere hat einfach mal 243. Wartet mal kurz, Jungs, das muss ich nochmal starten. Boah, ist ja warm. Oh.
Boah. KI nervt. Okay, das kann man gerade nochmal. Ich weiß nicht, irgendwie. Wassercontainer. Aber immer noch nicht. Schaffen wir doch niemals. Nee, das schafft man nicht. Wer, jetzt mal ganz im Ernst, wie sind die denn alle vorbeigekommen? Das geht gar nicht. Also Game, was ist los? Vorher war ich bei 2 oder so. Nicht. Ja, das ist auch wieder so eine beschissene Sache, dass man es einfach abgezogen bekommt.
mal Ruhe. Sonst kommen sie wieder alle vor. Und die Konsole macht eigentlich komischerweise irgendwas. Dieses Auto, warum steht er das? Mensch. Und genau deswegen nervt mich das jedes Mal, wenn die KI irgendwas macht, aber nicht das macht, was sie soll. Ich verstehe es nicht. Puh, der muss los. Diese Radarfällen sind wirklich das Letzte. Hat eigentlich das Mädel da ausgesucht? Ich verstehe es nicht. 225. Ja, hat einfach mal wieder 242. Ach ja, dieses Game. Die halten mich auch fest. Push dich. Push dich. Digga. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber das ist echt arm. Manchmal bestraft mich das Spiel. Dies, jetzt sind ja wieder die Leute hinten. Das gibt's doch nicht. Mann! Scheiß Radarfalle. Das Spiel bringt mich noch um, ey. Ich bin froh, wenn bald das Remake rauskommt. Hoffentlich. Ja, dann machst du auch mal die Grafik und auch ein bisschen besser die Steuerung. Ja, dieses Auto! 180. Kannst du dich da mal ruhig mal da hinten wieder verpissen. Ich mag dich da vorne nicht. Ach, das gibt's doch nicht, Mann. Bleib doch mal hinten! Machst dich da ganz da vorne ganz wuschig.
ehrlich, das Game macht mich fertig. Und das Problem ist halt, es ist keine Musik da, die ich abspielen könnte, um euch da ein bisschen Dings. Ich mach da zwar Musik dann nachher rein, aber echt, hey. Als ob der 251 auf der kurzen Geraden doch fährt. KI spinnt doch. Als ob der 20 Dinger! Da haben wir auch wieder vorne weg, der auch. Ah, jetzt kann ich nochmal anfangen, weil ein dämliches Auto wieder vor meiner Fresse steht. Sorry, den Ausdruck. Boah, meine Güte, das war ja. Oh, dann ist es. Weil, wirklich. Schlimmer wird es dann ja bei den K.O.-Rennen. Wir haben ja noch ein Radarfallenrennen. Wenn man mit den Cops noch zu machen gibt. Also. Und sag mir jetzt bitte nicht, dass. Ja, gut, Gott sage, du. Das ist auch wirklich eine dämliche Strecke, das ist ganz ehrlich. Jetzt. Was hat der? 4 km/h. Wow. Bitte, bitte, mach mal einmal mit, bitte. Super, wäre super, wenn du heute jetzt mal nicht glücklich machst. Gewinnst vielleicht jetzt. Hat es aber jetzt nach längeren Versuchen jetzt geschafft. Ja. Oh, endlich. Hey, ich habe gerade gehört, dass Razer Leute dafür bezahlt, um dich auszuschalten. Keine Ahnung, wie weit das geht, also pass auf. Trau keinem, bis das vorbei ist. Ich melde mich wieder. Yo. Boah, also das hat jetzt 20 Minuten gedauert, bis diese Sache erstmal fertig war. Digga. So, Blacklist. Wir müssten ja auch bald die Rennsiege dabei haben. Ja, ein Rennen. Also wir können jetzt nochmal einen Radarfallen machen für 8000, aber dafür sind auch die Cops da. Und wir haben 2 Minimale. Ah komm, das machen wir mit den Cops, das wird dann lustig. Digga.
Okay, hat man gleich mal ein Auto mehr in die. Also ich weiß ja nicht, was das jetzt für. Okay. Ups. Das war jetzt nicht bewusst. Aber ich muss ja eher gleich ein. Zu der Ära. Leute. Mir zu Pechi, was machst denn du? Wir waren gerade Erster. Das haben die genutzt hier. Nein, Kappen. Von der wunderschönen von der Kurve. Sehr gut. Moin. Und tschüss. Bestätige. Code 6 Fahrzeug in Sicht. Bin direkt hinter Ihnen. Blaulichtverfolgung. Sie weigern sich anzuhalten. Ja, wir fahren ja gerade ein Rennen. Bravo 4-1. Bitte Situationsbericht durchgeben. 5-1 braucht aktuelle Informationen. 273. Fahrer weigert sich anzuhalten. Wie schon gesagt, wir sind hier gerade im Rennen. Geburts. Das ist wirklich die Kurve hier. Ich bin weit weg. Also das klappt hier besser als das, was ich jetzt hier eben hatte. Oh, Alter! Boah, leg mich an die Nudel, du. 1568 km/h.
So, jetzt lass ich mal. Boah, 20! Wollte ich mich veräppeln oder 3, was? 2. Nähere mich dem Einsatzort. Dieser Typ ist einfach nicht an. Okay, ich blockiere ihn. Ich würde gerne versuchen. Ja, ja, klar. Verdächtiger macht einen Abstecher durchs Stadion. Wir müssen Schäden in Grenzen halten. Lass ihm etwas Luft, er soll denken, wir geben aus. Gib darauf, dass es schon was ändert. Sichtkontakt zum Verdächtigen verloren. Stand by. Vergesst es, ich habe ihn. Ach, Leute. Können gerne nochmal mehr Kopfgeld machen, so habe ich kein. Ich habe kein Problem damit. Unser Raser hat gerade jemanden gerammt. Sieht aber nicht weiter schlimm aus. Ja, so ein sozialer Mensch. Versucht die Schäden in Grenzen zu halten. Macht ja die meisten Schulden. Verdächtige ist durch eine Tankstelle gerast. Melde mich später. Und hast du das? Ja, ihr seid direkt unter uns. Ich drehe weit. Das habe ich besser versichert. 37, brauche Dringend. Das ist okay. Ja. Ungerade Hart von einem verdächtigen Fahrzeug getroffen. Okay, wir sind hinter ihm. Bestätigen Sichtkontakt zu unserem Code 6. Zentrale, der 170. Fordere neue 1073 an. 1073. Also nicht, was du meinst. Der Kerl ist einfach dran vorbeigefahren. Der Fall ist hoch. Muss ihn mit einem Pitman überstatten. An alle Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in nördlicher Richtung auf dem Highway 99. Wir sperren den Shuttle ab. Aktuelle Infos folgen. Ach, Leute, ihr könnt mich gerade mal kreuzweise. Meine gesamte Verzweiflung ist weg. Könnt ihr noch jemanden schicken? Wir haben alle freien Einheiten. Wir raus durch die Station. Meine Position ist nördlich von euch. Komme sofort dazu. Was? Wir haben ein Auto, das hier drauf geht. Überhaupt nicht in Frage. Jetzt fahr. Da. Der will mich einfach nicht loslassen. Endlich. Hast du jetzt mal genug?